Und da ist er, Ralf Schmitz. Ralf, schön, dass du da bist. Und wir begrüßen Ralf. Ja? Du bist noch dran, du hast die Frage angefangen. Ja, ich bin gerade noch, ehrlich gesagt, unter dem Eindruck von Ulla Schmidt stehe ich noch so ein bisschen. Ja, ich war ja ganz viel unterwegs, ich weiß jetzt nicht, ob ich zurücktreten muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas... Nee. Noch, Herrn Cox muss das ja machen. Nee. Oder hast so. Du einen Dienstwagen auch? Ich habe einen Dienstwagen, ja klar, mehrere, direkt auf meinen. Ich habe die Fahrer, aber ich, das ist toll, ich habe die Fahrer überall verteilt, die werden durchbezahlt, das ist kein Problem. Ist ja verdienst ja auch eine Menge. Ja, nee, ist klar, die kosten dann immer das Gleiche, das merkt man. Beim Fernsehen wird eine Kohle verdient, das ohne ist ohne Ende, Worte. Man glaubt ohne es nicht. Worte. Ja. So. Also, du warst unterwegs auf Fernsehzahlerkosten. Ja. 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 Rücktritt, Rücktritt. Ja. In Deutschland, Ralf. Ja. So, was war das für eine Reise? Ja, klar, in Deutschland, woanders versteht man mich ja nicht. Ist ja blöd. Ja, aber ist eine schöne Idee. Ist eine schöne Idee, oder? Zusammen, wir fahren jetzt mal durch Deutschland. Ja. Und du hast gesagt im Vorgespräch, ohne diesen Zynismus. Wir wollen nicht immer Leute vorführen und dann irgendwie einen Quatsch erzählen und sie dann doch von hinten zeigen und sagen, ach, ihr seid, alle, ihr seid alle doof. Mhm. Ja. Warum dann nach Bochum? Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Das ist, mein Gottes Willen, nein, es ist wirklich so. Das Tolle ist, auf der Straße, wenn du mit der Kamera unterwegs bist und du bist relativ spontan unterwegs, viel Improvisation auf der Straße war jetzt, finde ich, angesagt mit dem ganzen Studiokram. Jetzt raus, raus zu den Leuten, zu den Menschen. Und die gucken tatsächlich ganz oft so, was will der Mann, will der mich jetzt vorführen? Und, so. Und wenn die dann schnell merken, nee, will er gar nicht, der will, ist wirklich interessiert, was ich so mache, nicht wahr? Dann klappt das immer. Und dann sind die Menschen sehr offen, vor allem in Bochum. So, vor allem in Bochum. Also es war toll. Und warum war es toll? Weil ich zum Beispiel in Bochum Wasserballmädchen getroffen habe. Das war ganz toll. Die erfolgreichste Damen-Wasserballmannschaft der Welt, des Universums. Sensationell. Unglaublich, ich habe mit denen trainiert. Ich habe immer verloren. Ich weiß auch nicht. Es war also, die ballern dir das Ding. Ich hab gedacht, das gibt's. Ich sollte ins Tor. Das ist nicht mit drin, leider. Weil ich glaube, danach sei überall blaue Flecken, muss man nachschminken. Es ist, die hauen mit den Dingern auf dich drauf, ohne Rücksicht auf. Das kennt man gar nicht von Mädchen. Nein. Und dann stehst du da und denkst, schon. Aber ich bin's doch, der kleine Komiker. Das interessiert dich gar nicht. Das ist aber Bochum, was ist schön an Bochum? Versuch's mal zu beschreiben. Die Menschen. Mhm. Die Menschen sind sehr, sehr, sehr nett, sehr offen, sehr direkt. Es gibt einen, Brunnen, den man besuchen kann. Das ist ein Knaller, der schöne Brunnen. Der heißt wirklich schöner Brunnen. Ich habe den ausgesoffen, hat nichts gebracht. Ja. Nee, wirklich, du lernst wirklich eine Menge. Du lernst nicht nur die Menschen, du lernst auch die Stadt kennen. Da gibt es eine Glocke, die nicht klingelt. Da kannst du dich doof klöppeln, da kommt nichts raus. Aber ich habe mich dann umgedreht reingehängt mit so einem Kopf, mit so einem Helm. Wirklich, ohne Scheiß. Du. Ohne Spaß. Und wirklich, ich habe mich wirklich mit so die Leute um mich herum, ein riesiges Team ist ja immer dabei und die immer sagen, nein, wenn dem was passiert, wenn was passiert. Und ich habe drum gehängt, dong, dong, vor die Glocke. Das macht Spaß. Herr Jockler, also, es war der Versuch einer ernsthaften Frage und auch eine ernsthafte Antwort zu kriegen. Pass mal auf, ich kann auch ganz ernsthaft antworten. Bitte, Herr Schmitz. Pass mal auf, in Bochum. Herr Schmitz, wir sollten uns siezen, Herr Schmitz. So, wer sagt dann das wird denn? Das was. Dann wird das was. Also. Herr Lanz. Herr Schmitz. Und Herr Jockler jetzt mal an der Stelle. Was ist schön an Bochum? Warum ist das Ruhrgebiet besonders bereisenswert? Die Menschen sind freundlich, würde ich sagen. Sie sind auf jeden Fall aufgeschlossen und man wird herzlich willkommen geheißen. Nicht nur von der Wasserball-Damenmannschaft. Ja. Also, dasselbe gesagt. Bei mir war es nur lustig. Jetzt mal ein Vergleich. Was denn? Ich kann einen Vergleich jetzt machen. Komm, oder? Ist ja... Nein. Es gibt ja, Ralf, ganz üble Vorurteile jetzt über Städte, die in Niedersachsen liegen. Also Hannover gilt als langweilig, Braunschweig ist langweilig. Ist Hannover langweilig? Nee. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nicht da. Da war jetzt nicht mit der Städtetour. Ja. Mit der Städtetour, aber ich war in Nürnberg und weißt du, was es da gibt? Erzähl. Das ist ein Knaller. Da gibt's, das darf ich gar nicht sagen. Oh Gott. Es gibt ja diese Männchen die, aus Plastik, die fängt auch mit P an, die Firma, das darf man nur nicht sagen. Ne? Ja. Fängt mit P an, hört mit Mobil auf. Also es ist das Ding. Und das sind diese Männchen, mit denen wir früher alle gespielt haben. Und da gibt es einen Funpark, einen Park, den man besuchen kann. Die sind genauso groß wie, die sind sehr groß, diese. Ja. Und das macht Spaß. Und dann haben wir mich in so ein Kostüm gequetscht, weil ich mal wissen wollte, wie sich so ein Männchen fühlt. Ja. Und dann lauf mal rum, wenn du hier so ein Glas hast und du hast hier keine Gelenke. Das ist schon...
Und das war toll. Das fand ich an Nürnberg und um Nürnberg herum, okay, fand ich sehr schön. Wo warst du noch? Wo hat es dir besonders gut gefallen? Ich war in Leipzig schon und ich war in Bochum war ich ja, wie gesagt. Mhm. In Frankfurt war ich. Frankfurt ist auch, ne? Was ist schön an Frankfurt? Kenne ich nur Wolkenkratzer, Hochhäuser. Ja, wenn du drüber fliegst, so wie du, ja. Businessman, verstehst du, ja, ist ja klar. Ja. Da gibt es aber auch die Applewhite-Trinker, verstehst du mich? Ja. Da sitzt du dann schön, da habe ich einen Applewhite-Test gemacht. Das ist ein Knaller. Und wenn du einen Applewhite-Test gemacht hast, dann ist Frankfurt so schön, das kannst du ja gar nicht. Das passiert mir aber auch oft, von wegen Vorurteil. Ich werde so oft gewarnt, oh, wenn du dahin fährst, die sind mutig, die sind langweilig, die sind viel schwierig. Wo zum Beispiel? Überall im Land, Herr Lanz, überall im Land. Man sagt das auch von den Norddeutschen, was ja überhaupt nicht stimmt, was wirklich nicht stimmt. Was nicht stimmt. Nein, das stimmt. Ich glaube, jeder, der sich hier anbietet, zahlt 5 Euro in die Klassenkasse. Nee, das ist wirklich nicht. Ich sag jetzt auch noch Niedersachsen und Franken sagen. Und so weiter. Und das so. Gegenteil? Überall, im Land gibt es angeblich Menschen, die mutig sind, die Zeit brauchen, bis sie aufwärmen. Niedersachsen, Franken, das stimmt alles gar nicht. Was ich auch interessant fand, war der Ansatz zu sagen, wir gehen nicht nur in die großen Metropolen. Ja, ist richtig. Sondern wir gehen so ein bisschen raus. Ja. Der ungewöhnlichste Ort, an dem du warst. Oh, der ungewöhnlichste Ort. Ja. Ich jetzt wieder das Funpark hier als... Aber okay. Oder unter Wasser, auch bei den hier in Bochum. Das war schon ungewöhnlich so, weil ich habe ja unter Wasser dann gesessen und gesagt, ich möchte nicht mehr mitmachen. Ja. Das war schon der ungewöhnlichste Ort. Der Kameramann fährt so an dir vorbei. Das war schon ganz lustig. Was ist mit Sprache? Gibt es Gegenden, die man einfach deswegen... Oh, Sprache. Ja, jetzt kommt. Das ist das Tollste. Ja. Das ist das Tollste. Dialekte. Das ist das Tollste. Du kommst, also in Hamburg, ich war in Hamburg auch am Fischmarkt. Ja. Und du denkst, alle immer Freunde, du kommst morgens um 5 Uhr auf den Fischmarkt und suchst, wo ist denn hier alle Peter und er? Ja. Das weiß ich nicht. Da musst du gucken, ne? Und der sagt es nicht. Du guckst ihm in die Augen und du weißt genau, er weiß es, aber er sagt es nicht. Er sagt es nicht. Aber das Tolle ist, du nimmst es ihm nicht übel, weil er es eben in diesem Dialekt sagt. Wenn er es mit Hochdeutsch sagen würde, nicht wahr? Nein, das sage ich dir nicht, das musst du selber suchen. Dann denkst du, was ist das für ein Idiot? Aber wenn er sagt, dann musst du selber suchen, Junge. Dann denkst du, das ist ein Original. Und genauso ist es überall. Da kommst du nach Leipzig. Leipzig? Wie ist das? Sächsisch? Na, nö, das ist ja ganz klar. Das ist ja kein Dialekt. Aber erträglich oder? Ich finde es nicht schlimm. Ich mag ja Dialekte. Ich auch. Ich liebe Dialekte. Wirklich. Gelsch, liebe Junge, was willst du machen und so? Und ich hab dir jetzt schon mal gesagt, das geht nicht. Mein Lieblingsspruch auf Berlinerisch ist, ihr könnt mal peitschen. Der Typ. Es gibt so viele schöne Sachen im Dialekt. Es gibt auch so einen schönen Satz von, ich glaube, Erich Kästner, Emil und die Detektive. Ja? Das Wetter ist heute zum Vornehmen, zum Boxen. Das kenne ich nicht. Ja, sehr schön. Das Wetter ist heute schön. Vornehmen zum Boxen. Ja, und so ist das überall. Ja. Und ja, das gibt sogar, was du musst ein Tutor, das ist ja in Bayern, in München. Ruhrgebiet-Dialekte? Da ist ein Bot. Früher, Tanaschanzara, kennst du auch Tanaschanzara? Ja. Die mit dem Riesen, ne? Ne, hier. Der so, Vater auf, steht der Straße, war schon dreimal gebibbelt. Das ist sehr schön, weil jeder so durch den Dialekt auch die Region transportiert. Und das finde ich toll. Was ist die Stadt, in die wir auf gar keinen Fall reisen sollten? Oder die Gegend? Oh, das muss ich wissen. Dialekt? Nix wie hin. Da kann man sich eigentlich nur Feinde machen mit so einer Frage. Also, nein, aber Dialekt, was ist vernachlässigend? Du bist ja immer fein raus. Ich habe nur die Frage gestellt. Nein, ich hebe nicht die Arme. Ja, ja. Ich hebe nicht die Arme. Ich stelle die Frage und da bleibt sie auch stehen. So. Ich kann die für den Dialekt beantworten. Ja. Und das ist, man verzeiht es mir, Lörrach. Lörrach? Lörrach. An der Schweizer Grenze, Südschwarzwald. Ja. Eine ganz fiese Mischung aus Schweizerdeutsch, Alemannisch und so schwäbischem Dialekt. Das ist ganz hart. Das wohnen Sie weit weg von Lörrach? Ich wohne weit weg. Das ist gut. Aber ganz also relativ weit. Immer wenn ich an dem Ort vorbeikomme, ich liebe diesen Ort. Ich war noch nie also da. Die Gegend ich weiß ist nicht, doch wie die da sprechen. Da. Ich weiß, dass die Gegend genau ist bestimmt, wie Lörrach klingt. Das ist das, was ich meine. Du fährst da vorbei und wir lachen jedes Mal. Nichts gegen Lörrach, bitte. Ich war noch nie da, um Gottes Willen. Aber alleine Lörrach. Das ist. Ich finde, das ist so ein lustiger Name. Lörrach. Okay. Es klingt wie eine Mandelentzündung. Ja. So ein Rachitis. Also unterm Strich.